Namaste, ihr lieben Yogis und Yoginis zu Hause. Herzlich willkommen bei der Aktion Yoga Aktion Kleine Helden. die Aktion, das ist eine ganz, ganz wunderbare und ganz, ganz wichtige Sache. Und die Aktion ist organisiert vom Yoga-Journal und Yoga for Cancer. Die Einnahmen von heute, die gehen alle an die Sylt-Klinik. Das ist ein Reha-Zentrum für krebskranke Kinder. Und ja, wir sind ganz stolz und voller Ehre, es ist hier dabei zu sein. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Yin-Yoga. Ich möchte kurz was sagen, wenn ihr Hilfsmittel zu Hause haben solltet, wie ein Bolster oder Klötze, könnt ihr das bereitlegen, falls ihr so etwas nicht habt, auch überhaupt kein Thema. Ihr könnt alle Übungen auch ohne diese Hilfsmittel heute machen und nutzen. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich grüße euch auch herzlich. Ich möchte euch Folgendes noch sagen. Jaya-Yoga, was wir machen, diese Kombination aus Klang und Yin-Yoga. Jaya heißt das Erreichen, die Großartigkeit, das Erblühen. Und darum geht es euch. Wir begleiten euch auf eurer Reise in euer Inneres, die Schönheit im Inneren zu entdecken. Und ich sage immer sehr gerne, der Yoga-Lehrer hat nicht recht, sondern euer Körper. Achte also auf dich selbst. Wenn es mal zwickst und piekst, dann macht es nichts. Aber wenn eine Haltung zu anstrengend wird, dann natürlich gerne herausgehen, auch schon vorher. Ansonsten, unsere Instrumente sind gestimmt in 432 Hertz. Das ist also diese sogenannte heilende Erdtonstimmung. Und der Gong ist unser tiefster Ton, den werdet ihr auf dem Laptop vielleicht nicht unbedingt hören, vielleicht ist das eine Stereoanlage. Dann kommt es rüber, die Erdung. Was aber wichtig ist, unser höchster Ton im Orchester ist tatsächlich keine SMS. Nein, es ist wie ein Zen-Ton, der dich zurück ins Jetzt holt, aber dir auch sagt, dass die Asana jetzt zu Ende ist. Und dann wirst du dann in aller Ruhe da wieder hinausgehen. Wenn du das jetzt mal gehört hast, jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß, Entspannung, Ruhe und los geht's. So, für alle, die jetzt einen Bolster haben oder ein Kissen zu Hause, das könnt ihr euch längs auf eure Yogamatte legen. Wenn ihr das nicht habt, dann einfach mit dem Rücken auf die Yogamatte legen. Ja, wir gehen in den liegenden Schmetterling. Wir bleiben ja etwas länger in den Positionen. Deshalb, wenn du Hilfsmittel brauchst, nimm die wirklich, um den Körper ein bisschen zu schonen. Der Rücken ist ungefähr auf der Höhe vom Ende der Rolle, wenn du eine haben solltest. Und dann gehen wir ganz langsam mit dem Rücken und Hinterkopf auf die Rolle. Die Fußsohlen bringen wir zusammen, die Knie kippen ganz sanft nach außen und wer jetzt zu Hause ein Kissen oder einen Klotz hat, das ihr vielleicht unter die Oberschenkel stellen wollt, weil die Dehnung hier zu stark wird, dann nutzt diese Hilfsmittel für euch. Ihr könnt die Arme ganz entspannt neben dem Körper ablegen. Und dann lass die Handflächen nach oben schauen, in Richtung Decke. Du kannst deine Augen schließen, wenn du dich dabei wohlfühlst. So lass die Augen den Blick nach innen sinken, sodass du jetzt immer tiefer in deinen eigenen Körper hineintauchst. Wirklich diese Möglichkeit der Begegnung mit dir selbst erfährst dadurch. Die Finger sind ganz locker. Die Ellenbogen liegen auf dem Boden. Und deine Schultern, die schmelzen nach hinten und unten und
Dein Herz öffnet sich leicht nach oben. Den ersten Moment hier anzukommen, so beobachte deine Atmung, wie du durch die Nase ein- und durch die Nase wieder ausatmest. Und jeder Atemzug holt dich immer mehr und mehr in dein Hier und dein Jetzt. Hier mit der Einatmung und jetzt mit der Ausatmung. Ganz entspannt durch die Nase weiter ein- und ausatmest. Geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit in dein Gesicht. Entspanne dort die Haut. Spür, wie deine Gesichtsmuskulatur auch loslässt von Mimik, die du vielleicht noch festhältst hier. Kannst doch mal so richtig eine Grimasse machen und dann wieder loslassen, dass wirklich diese Weichheit entsteht in deiner Haut. Und dann entspanne dich auch im Raum hinter der Stirn. Lass dort los nach innen, tiefer noch bis zum Hinterkopf. So ein Raum von Freiheit. Ein Raum von Weite darf entstehen jetzt. Und deine Augenlider sind ganz weich auf den Augäpfeln. Und die Augäpfel sinken tief in die Augenhöhle zurück. Lass sie ganz tief nach innen sinken. Den Unterkiefer etwas und konzentriere dich auf deine Zunge. So lass deine Zunge im Mund immer ein bisschen weicher werden. Spür, wie deine Zunge ganz, ganz weich wird, wie sie sich immer mehr und mehr ausbreitet in der unteren Zahnreihe. Und dann loslässt bis zum Zungengrund. Dann entspanne den Hals und die Kehle nach innen und unten Richtung Herz. Und vielleicht möchtest du einmal ganz tief in dein Herz hineinatmen und ganz tief aus dem Herzen wieder herausatmen, um dich zu erleichtern, um etwas loszulassen, was jetzt nicht zu dir gehört. Und dann geh weiter mit deiner Aufmerksamkeit und Atmung in den unteren Bauch. Wenn du möchtest, leg die Hände gerne auf diesen Bereich des Körpers, ein bisschen unterhalb deines Bauchnabels und atme dorthin. So mit der Einatmung hebt sich die Bauchdecke und mit der Ausatmung senkt sich deine Bauchdecke wieder ganz weich, sanft, entspannt nach innen unten. Deinen Bauchraum und auf das Heben und Senken der Bauchdecke. Hm.
gerne auch ein wenig tiefer, das heißt vom Bauch zieh hoch zu den Rippen, die weiten sich etwas. Dann zieh weiter hoch bis zum Brustkorb, sodass du wirklich auch nochmal die Fülle hier spürst in deinem Herzen. Und mit der Ausatmung entspannt dein Brustkorb. Die Rippen ziehen nach innen und dein Bauch fällt wieder nach innen. Unten ganz, ganz weich bleibst du dabei im Bauch. Und die Welle zieht wieder nach oben vom Bauch in die Rippen, von den Rippen in den Brustkorb hoch und beim Ausatmen der Weg zurück. Mach das noch ein paar Mal so in deinem ganz eigenen Atemrhythmus und versuche wirklich ganz bewusst dabei zu bleiben. Zu spüren, wie du deine Körperräume immer mehr ausdehnst, wie du Raum schaffst nach außen. Wie du deine Grenzen sprengst. Und nun nimm nochmal drei ganz tiefe Atemzüge. Lass beim dritten Mal einatmen den Atem kurz angehalten, außer du bist schwanger. Ansonsten kannst du gerne kurz anhalten, wenn dich wohlfühlst. Und dann öffne den Mund und hauche seufzend mal richtig mit dem Ton ganz laut und tief aus. Lass alles Verbrauchte aus dir herausfließen. Und dann greif mit den Händen die Oberschenkelaußenseiten und klapp ganz, ganz vorsichtig die Knie zusammen. Wenn du auf eine Erhöhung liegen solltest, roll zur Seite. Schieb die Erhöhung einfach seitlich neben dich. Und wir treffen uns wieder in der Rückenlage auf der Matte. Die Beine sind ausgestreckt. Du kannst gerne die Hände auf den Bauch legen, so ganz weich und sanft. Und du darfst jetzt noch tiefer sinken in den Körper hinein. Noch mehr Verbindung schaffen zwischen deinem Geist mit deinem Körper. Genieße, was jetzt passiert, was du spürst und fühlst. Tief ein und wieder aus und zieh ausatmen dann deine Knie zum Brustkorb und umarme dich hier. Entweder umarmst du dich über die Schienbeine oder deine Beinrückseiten. Spür einfach mal, was jetzt angenehmer ist für dich. Und so bleib ich ein wenig nochmal ganz locker in deinen Ellenbogen. Locker in deinen Schultern und nimm den Kontakt auf über die Körperrückseite mit der Erde. Stell dir vor, die Mutter Erde, die fängt dich jetzt
auf mit ihren Händen. Und du kannst dich komplett fallen lassen. Komplett loslassen. Weich werden. Und deine Einatmung geht in den Bauch. Dieser hebt sich zu den Oberschenkeln hin. Wenn du einatmest und wenn du ausatmest, senkt sich deine Bauchdecke wieder nach innen unten. Dann nimm hier auch nochmal einen tiefen Atemzug ein. Einen langen Atemzug wieder aus. Stell dann ausatmen die Füße zurück auf den Boden. Streck dein linkes Bein nach unten aus zum Ende der Matte und kipp dein rechtes Knie nach außen rechts. Du kannst hier gerne wieder etwas unter den rechten Oberschenkel stellen, falls die Dehnung zu stark werden sollte im rechten Hüftbereich. Wenn du dich wohlfühlst im Bereich deiner Arme und Schultern, dann nimm einatmen die Arme zurück, hinter die Ohren, beug die Ellenbogen etwas und dann lass die Handrücken sich berühren. Du kannst die Finger noch ein bisschen ineinander greifen. Und dann leg die Hände, die Ellbogen und Schultern zurück auf den Boden. Und vielleicht merkst du, dass du ein wenig mehr nach rechts kippst, dass die linke Körperseite sich ein bisschen hebt vom Boden weg, vor allem spürbar im unteren Rücken. Und wenn du deinen Muskeln noch ein wenig mehr Freiheit schenkst und loslässt, dann tauchst du vielleicht sogar noch tiefer in diese leichte Schiefe hinein, was vollkommen in Ordnung ist. Es muss nicht immer perfekt sein. Im Gesicht bist du ganz weich. Auch deinen Atem ein wenig beobachten und lenken, indem du dir vorstellst, du atmest ein über die Flanken hoch, über die Arme zu den Fingerspitzen und mit der Ausatmung sinkt dein Körper noch ein wenig tiefer, vor allem die Körperrückseite tiefer in die Hände der Mutter Erde. Die Länge, die die Einatmung mit sich bringt, hoch bis zu deinen Fingerspitzen. Und die Ausatmung, die dich noch tiefer mit der Erde verwurzelt. Thank you.
ganz aufmerksam. Versuch wirklich diesen Kontakt zu halten. Deinen Körper und deinen Geist zu verbinden. Nimm hier auch noch einmal einen ganz tiefen Atemzug ein und seufze ganz tief und lang aus mit offenem Mund. Lass dein rechtes Knie so angewinkelt und winkel jetzt noch einmal auch dein linkes Knie an. Die Fußsohlen berühren sich noch einmal. Greif jetzt die Finger ineinander und leg den Hinterkopf in deine Handinnenflächen. Atme ein und mit der nächsten Ausatmung kipp mit dem rechten Knie jetzt zum linken hinüber in die Drehung. Schieb die linke Hüfte ein bisschen weg nach hinten und zieh die Knie etwas höher zur linken Achselhöhle. Und du kannst die Brustwirbelsäule noch ein wenig mehr nach rechts drehen. Auch hier kannst du deine Hilfsmittel nutzen, entweder zwischen den Oberschenkeln etwas oder unter den linken Oberschenkel legen. Oder du fühlst dich hier ganz wohl. Lass gerne den Kopf in der Mitte. Die Hände sind wie ein Kissen, die dich tragen, einbetten. Und dann erlaub dir erstmal anzukommen hier. Und deinen Körper zu beobachten, wie er sich verändert, Stück für Stück. Wie die Füße weicher werden, die Waden, die Knie, Oberschenkel. Die Hüften. Der ganze Oberkörper. Und auch dein Gesicht und dein Kopf. Dein Körper wird ganz schwer. Sinkt tiefer. Stell dir gerne vor, du atmest Licht ein und Schwere atmest du aus. Du atmest Licht ein und atmest Schwere wieder aus. Ausatmung sinkst du tiefer, tiefer und tiefer. Gönn dir hier nochmal drei tiefe Atemzüge. Hm.
bereit bist, zieh den Bauch ein wenig nach innen, heb dein rechtes Knie, roll in die Mitte, stell beide Füße auf, richte die Wirbelsäule wieder gerade und entscheide dich dann, ob du lieber die Füße aufstellst, mattenbreit und Knie zusammennimmst oder ob du die Beine lieber nach unten ausstreckst zum Ende der Matte. Löst die Hände, beugt die Ellbogen und auf dem Bauch wieder entspannt mit deinen Fingern. Gönn dir wieder diesen Raum dazwischen, um jetzt ganz weich durch dein eigenes Körperuniversum zu schweben und verschiedene Sternen vielleicht zu begegnen, die in dir leuchten. Atme tief ein und aus. Und zieh aus, atme dann nochmal die Knie zum Brustkorb und umarme dich. Lass dich hier nochmal ganz eingebettet sein in deinen eigenen Armen. Und dann lass über die Körperrückseite nach unten los in die Hände der Mutter Erde, die dich wieder auffängt, die dich trägt, die dich hält. Atme ein, atme aus und stell ausatmen die Füße zurück auf den Boden. Streck nun dein rechtes Bein nach unten aus zum Ende der Matte und kipp mit dem linken Knie nach außen links. Auch hier kannst du gerne etwas unter deinen linken Oberschenkel legen, falls das unangenehm werden sollte. Auch hier einatmend, nimm gerne die Arme zurück. Ellbogen etwas beugen, die Finger greifen ineinander und die Handrücken berühren sich. Die Ellbogen schmelzen zur Erde, die Schultern ebenso. Und vielleicht merkst du jetzt, dass dein Körper etwas mehr nach links kippt und du etwas mehr Abstand von der rechten Körperhälfte zum Boden erlebst. Und wenn du noch ein kleines Stück mehr loslässt, noch intensiver. Und auch hier darf es geschehen, so wie es kommen möchte, ohne dass du etwas jetzt kontrollierst oder richtig machen möchtest. Es ist einfach so, wie es gerade ist und genauso ist es jetzt richtig. So erlaube dir, ganz geduldig zu sein und dadurch noch etwas mehr zu vertrauen dir selbst und deinem Körper und vielleicht sogar dem Leben, dass alles so wie es gerade ist auch richtig ist, ein tieferer Sinn dahinter steckt. Gerne in die Atemlenkung gehen, über die Flanken atmen wir ein, über die Arme hoch zu den Fingerspitzen. Und die Ausatmung erdet die Körperrückseite tiefer, ein bisschen tiefer, tiefer in die Hände der Mutter Erde. Thank you.
Dann atme tief ein und seufze lang wieder aus. Beug nun auch dein rechtes Knie und bring die Finger wieder ineinander. Leg den Hinterkopf in deine Hand, Innenflächen, so als ob sie ein Kissen wären, das du nutzt. Atme nur tief ein, Bauch etwas aktiv und mit der Ausatmung mit dem linken Knie kommt zum rechten. Die rechte Hüfte schiebt noch ein bisschen mehr nach hinten und zieh deine Knie etwas höher zur rechten Achselhöhle. Und die Wirbelsäule kannst du gerne nochmal so ein bisschen mehr nach links drehen, vor allem über die Brustwirbelsäule geschieht es. Du kannst deine Hilfsmittel nutzen, unter dem rechten Oberschenkel oder zwischen die Oberschenkel etwas legen. Oder du fühlst dich einfach so hier ganz wunderbar. Lass dem Körper wieder etwas Zeit, hier anzukommen. Und um die Verbindung zu schaffen, diese Verbindung, die Freiheit deines Geistes, in Kontakt mit der Freiheit deiner Muskulatur und beides ganz wertfrei in der Rolle des Beobachters. Die Füße werden ganz schwer. Die Waden werden ganz schwer. Schwere Knie, schwere Oberschenkel, schwere Hüften, schwerer Oberkörper, die Arme, der Kopf. Der ganze Körper ist schwer, sinkt tiefer und tiefer. Und stell dir gerne vor, du atmest Licht ein und Schwere aus. Du atmest Licht ein und Schwere aus. Jede Ausatmung wird der Körper schwerer und schwerer und du sinkst tiefer und tiefer. Bereit bist in deinem Tempo, dann zieh den Bauch ein wenig nach innen, heb dein linkes Knie und roll in die Mitte zurück. Stell die Füße auf, vorsichtig und ganz langsam bring die Wirbelsäule wieder gerade. Du kannst die Füße wieder aufstellen, mattenbreit die Knie zusammen oder die Beine auch ausgestreckt. Spür mal hinein, was für dich jetzt stimmig ist. Dann löse auch die Hände und bring sie wieder auf den Bauchraum. Und gönn dir hier wieder das Hineintauchen
diese besondere Energie des Nachspürens, diesen Raum dazwischen mit all deinen Energieströmen, Energieräumen. Und genieße, genieße, genieße. Dann atme ein, atme aus. Ausatmen, zieh die Knie zum Brustkorb, umarm dich hier noch einmal so ganz geborgen und über diese Geborgenheit kannst du wieder in die Hände der Mutter Erde hinein loslassen. Und nochmal so dieses Gefühl auch erleben gerne, dieses, ja, du bist nicht alleine, es ist jemand da, der dich auffängt und hält. Dann atme ein und atme aus. Entscheide, ob du über die Seite rückenschonend nach oben kommen möchtest oder die Kniekehlen greifen möchtest, die Beine streckst und ein paar Mal einfach auf- und abschaukelst, bis du zum Sitzen nach oben kommst. Und hier streck dein rechtes Bein aus und winkle dein linkes Knie an. Wir sind im halben Schmetterling. Du kannst dein Gesäß noch ein bisschen nach hinten wegziehen. Wenn es unangenehm ist mit dem linken Knie hier, dann kannst du das Bein auch nach hinten nehmen. Also die beiden Möglichkeiten wären da. Du kannst Hilfsmittel nehmen, vielleicht Klötze, die du hier rechts und links neben dem gestreckten Bein aufstellst. Dann zieh dich einatmend nochmal in die Länge. Mit der Ausatmung dreh dich zum gestreckten rechten Bein hinüber. Auch ganz locker bleibe hier, zieh dich einatmen nochmal lang und mit der Ausatmung ganz langsam tauchst du nach unten Richtung rechtes gestrecktes Bein. Vielleicht schließt du beim nach unten rollen schon deine Augen, damit du dich nicht von deinem Verstand leiten lässt, wie tief du nach unten kommst, sondern von deinem Körpergefühl gesteuert. Und wirklich diese innere Stimme, die mit dir spricht, ja, jetzt bleibe ich hier. Hier fühlt sich's gut an. Und ich bin liebevoll mit meinem Körper. Und deshalb bleibe ich auch hier. Spür, wie beide Sitzhöcker verwurzelt bleiben. Deine Ellenbogen sind gebeugt und deine Schultern, die dürfen rund nach unten hängen, ebenso dein Kopf, wenn es den Nacken erlaubt. Falls nicht, lass den Kopf ein bisschen, die Halswirbelsäule ein bisschen gerader. Denn vielleicht spürst du hier im unteren Rücken auf der linken Seite deine stärkste Dehnung. Wenn es so sein sollte, dann stell dir vor, du schenkst dir eine pranische Massage, indem du dort jetzt deine Einatmung hinschickst, genau an diese Stelle. Und mit der Ausatmung lässt du dort alles Verbrauchte aus dir herausfließen. Und es darf gehen, was nicht mehr zu dir gehört. Wieder Platz zu schaffen für das Neue, was auf dich wartet, was dich noch mehr zu dem macht, wer du wirklich bist. Mit jedem Atemzug schenkt dir diese wunderbare Massage.
Kiefergelenk bleibt locker. Ganz weich, auch die Zunge. Und vielleicht merkst du, dass du von ganz alleine tiefer kommst, wenn dein Körper so weit ist. Und du gar nichts dafür tun musst, um weiterzukommen. Es geschieht alles ganz von alleine, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Tief ein und lang wieder aus. Lass die Augen geschlossen, verwurzel die Fingerkuppen am Boden und einatmend zieh dich mit geschlossenen Augen ganz langsam hoch. Dreh dich ausatmend in die Mitte, spür nochmal hier diese Verwurzelung zur Erde. Ganz tief durchatmen. Und mit der nächsten Ausatmung dreh dich nach links. Die rechte Hand bring gerne auf dein linkes Knie und die linke Hand stütz hinten ab von der Höhe ungefähr vom Kreuzbein. Gerne auch die Fingerspitzen am Boden ablegen oder die Handfläche oder nimmt einen Klotz. Beide Sitzhöcker sollten wieder am Boden sein. Und die Drehung geht über die Brustwirbelsäule. Und dann spür mal hinein, wie du deinen Kopf drehen möchtest, sodass es für den Nacken angenehm ist. Dass du wirklich hier mal ausprobierst, was du gerade brauchst. Nicht wie du es sonst immer automatisch machst, sondern was ist jetzt gerade für dich wichtig. Und dann lass auch die Schultern los, die Ellenbogen. Und du bleibst verwurzelt über die Sitzhöcker und aufrecht bis zur Kopfkrone. Und ansonsten schenkt deine Muskeln wieder Freiheit und Raum, weich zu werden. Es ist fast so, als ob sich deine Muskeln von deinen Knochen lösen möchten. Noch weicher und weicher, das ganze Gewebe. Und spür mal, wohin dein Atem gerade jetzt strömt. Die Rippen, vielleicht der linken Seite, den Raum, die Weite, die dadurch geschaffen wird. Immer wieder sprengst du ein wenig mehr von deinen Grenzen, die dich aufhalten, wirklich dein Leben zu leben, das du dir erträumst. Jeder Einatmung öffnest du diesen Raum immer ein wenig mehr, diesen Raum deiner selbst. Thank you.
tiefen Atemzug ein, langen Seufzer aus. Ganz, ganz vorsichtig. Du kannst gerne die Augen noch geschlossen lassen. Komm einatmend in die Mitte. Dreh für einen kurzen Moment ganz, ganz vorsichtig nach rechts. Komm wieder in die Mitte und gönn dir für einen Moment ein wenig Pause, um hier nochmal nachzuspüren. Du bist ganz verwurzelt mit den Sitzhöckern. Und vielleicht magst du dir vorstellen, du sitzt in einer Art Lichtkanal und dieses Licht zieht dich nach oben und verbindet dich mit den höheren Chakren über dir. Und weil du tief verwurzelt bist, kannst du immer ein bisschen höher nach oben wachsen und schauen, was dort oben alles möglich ist und alles bereit liegt für dich. Und da ist ein Lichtkanal. Dann atme tief ein, seufze lang aus, löse dich von dieser Vorstellung wieder, öffne gern die Augen, greif deine rechte Kniekehle und dann beug dein rechtes Knie und streck dein linkes Bein zur Seite aus, sodass wir jetzt die Seiten einfach wechseln. Du kannst natürlich auch das Bein wieder nach hinten nehmen, wie ich vorhin gezeigt hatte. Das Gesäß gerne mal ein bisschen nach hinten wegschieben. Beine sind locker und du kannst dir deine Hilfsmittel gerne rechts und links wieder aufstellen. Die Klötze nutze ich immer gerne als Armlehne. Zieh dich einatmend lang, ausatmend dreh dich nach links zum gestreckten Bein. Auch hier wieder erstmal einatmend lang ziehen. Du bleibst verwurzelt mit den Sitzhöckern und mit der Ausatmung rollst du gerne mit geschlossenen Augen jetzt schon auch wieder tiefer Richtung Bein. Lässt dich jedoch nicht von deinem Ego leiten. Du musst tiefer kommen, du musst das, du musst dies, um etwas zu erreichen, um etwas zu sein. Nein, um das geht's gar nicht. Es sind nur alte Vorstellungen, die dich daran hindern, wirklich der zu sein, der du bist. So lass dich jetzt sinken und höre auf deine innere Stimme. Die spricht ganz liebevoll, sagt sie dir. Wie weit, wie tief, wohin? Vertraue. Von alleine geschieht alles, wenn du das möchtest. Und vielleicht merkst du wieder hier im unteren Rücken auf der rechten Seite nun die stärkste Dehnung, deinen Triggerpunkt. So schenk dir gerne eine pranische Massage, indem du deine Einatmung genau an diese Stelle schickst. Und mit der Ausatmung wieder alles aus dir herausfließen lässt, was dir Stress bereitet, was dir Angst macht, was dich traurig macht. Alles, was nicht mehr zu dir gehört. Alles, was aus der Vergangenheit nicht mehr brauchbar ist. Und atme wieder diese neue, frische Energie ein. Ganz hell, ganz leicht. Ganz weich. Genieße es.
Bleib verwurzelt. Aus dieser tiefen Verwurzelung aus zu wachsen. Tiefen Atemzug. Verwurzel die Finger am Boden mit geschlossenen Augen einatmend. Komm langsam nach oben. Ausatmen Mitte. Mal ganz verwurzelt. Und die Länge spüren. Einatmen und ausatmen. Drehen wir nach rechts. Gerne deine linke Hand bringen aufs rechte Knie. Und die rechte Hand da hinten Kreuzbeinnähe abstützen. Die Drehung über die Brustwirbelsäule. Probier auch gerne mal wieder aus, wie dein Kopf sein möchte, ob das Kinn zum Brustkorb gehen möchte oder nach rechts oder nach links. Und probier einfach mal alle Möglichkeiten, die für dich jetzt hier stimmig sind, aus und dann bleib bei der, die dir am meisten entspricht. Die Schultern weich und stell dir gerne wieder vor, die Muskeln, das ganze Körpergewebe schmilzt und löst sich immer mehr von den Knochen, ganz, ganz weich schmelzend. Atem ist sanft und meditativ. Du atmest durch die Nase und spürst, wie dein Raum zwischen Rippen sich wieder etwas weitet. Du öffnest diesen Raum, sprengst die Grenzen und mit der Ausatmung schließt du diesen wieder. Du bist immer etwas weiter in diesem Raum, öffnest immer ein wenig weiter die Türe in die Freiheit. Atme ein, seufze tief aus. Vorsichtig einatmen in die Mitte.
ganz langsam ausatmend nach links drehen. Dann komm wieder in die Mitte, spür nochmal die Verwurzelung. Nimm diesen Lichtkanal wahr. Helles, weißes Licht. Das dich nährt. Das dich ausfüllt, jede Zelle deines Körpers noch mehr hineintaucht, dich ausfüllt mit Gesundheit, mit Geduld, mit Glück, Leichtigkeit, Freude und vielleicht Dankbarkeit, die du spürst gerade. Für dich, dein Körper, für das Leben. Dann atme hier noch einmal tief ein und aus. Greif die linke Kniekehle, stell dein linkes Bein auf, rechtes Bein ausgestreckt, linkes Knie herangezogen. Und dann umarm dich hier nochmal. Und genieß nochmal dieses Gefühl, über die Körperrückseite in die Hände der Mutter Erde hinein zu schmelzen, aufgefangen zu werden. Und angenommen zu werden, genauso wie du bist. Geliebt zu sein, genauso wie du bist. Du kannst doch ganz liebevoll noch mal ein bisschen nach rechts schaukeln, nach links schaukeln. Zurück und streck die Beine hoch, die Arme hoch, schüttel alles nochmal aus, vibriere die Lippen. Lass die Fersen Richtung Gesäß fallen, die Füße abstellen, die Arme ablegen, streck die Beine aus, richte dich für dein Shavasana bereit. Vielleicht deckst du dich zu und ja, vielleicht hast du sogar ein Augenkissen, um noch ein bisschen mehr loszulassen. Die Beine sind ganz locker, vor allem im Hüftbereich. Bleib ganz entspannt. Und spür, wie dein Körper immer schwerer wird. Wie deine Beine schwer werden, deine Arme schwer werden, dein Rumpf wird schwer, der Kopf wird schwer, der ganze Körper ist ganz schwer. Und dann entspanne dich in den Raum hinter der Stirn, lass dort los, bis zum Hinterkopf. Die Augenlider sind ganz weich, auf den Augäpfeln. Und die Augäpfel sinken tief in die Augenhöhle zurück, ganz, ganz tief nach innen. Richte den Blick nach innen, sinkst tiefer nach innen und lässt los, Kiefergelenk, die Zunge wird weicher und weicher und breitet sich aus in der gesamten unteren Zahnreihe.
bis zum Zungengrund. Der Hals und Kehle entspannen nach innen unten. Auch dein Herz entspannt, wird weicher und weicher und dein Bauchraum entspannt. Und du sinkst immer ein Stückchen tiefer und tiefer, ein wenig tiefer mit jeder Ausatmung, tiefer, tiefer in dein Shavasana hinein.
dann lass wieder los zur Erde. Gib nochmal alles ab, was du nicht mit hochnehmen möchtest. Und dann beweg deine Füße, deine Hände und dehne dich. Strecke dich, gähne, seufze, mach alle Geräusche und Bewegungen, die du jetzt brauchst, um in den Wachzustand zurückzukehren. Dreh dich gerne nochmal zur Seite, kuschel dich noch einmal geborgen ein. Und bleib in Verbindung mit deinem Herzen, wenn du mit geschlossenen Augen dich nach oben drückst, dich wieder aufrichtest. Hier nochmal einrichtest, bequem in deinem Sitz, verwurzelst dich über die Sitzhöcker, gibst dein Becken ein bisschen vor und richtest dich nochmal in die Länge über die Kopfkrone, vielleicht noch mit der Lichtkanal, der dich hier auch noch ein wenig nach oben hin verbindet. Und dann bring die Hände vor dein Herz, das Kinn zum Brustkorb, die Verbeugung vor dir selbst und deine Einzigartigkeit mit der Geste. Und dann bleib in Kontakt mit dem Herzen, wenn du die Augen wieder öffnest, den Blick wieder hebst. Namaste, danke euch und gerne noch einmal in Verbeugung zur Mutter Erde, in Dankbarkeit und Wertschätzung. Und dann komm langsam nach oben. Ja, Dankbarkeit und Wertschätzung auch für euch nochmal, was ihr mitgemacht habt bei dieser tollen Aktion. Kleine Helden und ja, danke ans Yoga-Journal und Yoga for Cancer, Erik und Stefanie Naumann. Und ja, ich gebe an den Jan weiter. Vielen Dank, Tanja. Danke, Jan. Das hast du schön gemacht. Du eben. Danke. Ja, ich auch von meiner Seite danke an alle und vor allen Dingen danke du dir selbst, dass du dir Zeit genommen hast für dich selbst und bleib dabei, bleib bei dieser Energie, nimm sie mit, lass dir nicht von diesen ganzen wilden Ideen da draußen und allem, was da abgeht, bitte was in den Kopf reinpflanzen, lass uns alle bei uns bleiben und das wollte ich abschließend noch sagen. In eigener Sache noch ganz kurz, jayayoga.de, ihr könnt uns auch noch weiter mit nach Hause zu nehmen. Wir haben CDs natürlich, wir sind auf allen Portalen und ihr könnt gerne sonntags unsere Hi-Fi Super Audio Magic Jaya 90 Minuten Sessions auf unserem YouTube-Kanal besuchen. Schreibt uns gerne dazu oder wir schicken euch ein Newsletter. Alles Liebe, ja. Vielen Dank. An alle. Tschüss. Au revoir. Macht's gut.